So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich rüste eine Waffe mit der Aufrüstbank zum legendären Häufigkeitsgrad auf. Oh Gott, ey, was für ein komischer Satz. Also, wir sollen einfach an die Werkbank, da eine Waffe auf legendär machen und das war's eigentlich schon. Wo bietet sich das natürlich wieder am einfachsten an? Natürlich in Gruppenkeile. So, warum nehmen wir Gruppenkeile? Genau, wir haben schon die Anfangsmets. Und man kriegt generell in Gruppenkeile mehr Mats als in allen anderen Modis. So, dann wegen dem Thumbnail und natürlich dem Titel. Skinverlosung ist kein Clickbait, sondern bei mir bekommt ihr halt wirklich einen Skin geschenkt. Die einzigste Bedingung ist natürlich, ihr müsst leider dann Mitglied sein. Ist einfach nur, um ein bisschen Support wieder zurückzugeben. Sprachfehler ist da. Um ein wenig was zurückzugeben an meine Mitglieder, die mich auch finanziell unterstützen. Also, wenn du Lust hast, auch einen Skin zu gewinnen, einfach Mitglied werden und dann Abfahrt. Was muss ich dafür tun? Richtig, ich muss dafür einen epischen Sieg holen in der Solo-Runde, aber wie gesagt, halt im Livestream. Und wenn ich dir jetzt schon irgendwie mit der Aufgabe helfen konnte, gerne Like da lassen, Abo da lassen und an alle, guckt mal, ob mein Creator-Code noch drin ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein in die Aufgabe. So, wo mache ich das Ganze? Ich würde sagen, an meinem Lieblingsort, der nämlich direkt unter mir ist. Weil da weiß ich nämlich immer genau, wo die Mets sind. Weil, wie gesagt, ihr seht ja schon, 150 Holz haben wir schon, 150 Steine haben wir, 200 Metall haben wir auch schon. Also, das Einzige, was wir brauchen, ist jetzt eine lederne Waffe, in Anführungszeichen. Und die halt aufwerten. Ich glaube, 200 Materialien braucht man dafür lediglich. Aber ich will trotzdem mal 300 noch was brauchen wir, glaube ich, um dann einen blauen Gegenstand komplett auf legendär hoch zu kloppen. Ihr seht schon, wir haben jetzt schon 300 Steine. Wie gesagt, Stein ist halt hier vorne immer zu finden. Dann, ich glaube, ja, hier ist nämlich auch noch Stein. Vor der großen Scheune und in der Scheune selbst ist natürlich die Werkbank und oberhalb ist auch eine Truhe. Ich sammle jetzt erstmal von jedem, sag ich mal, so grob 400 ein. Dass wir da auf der sicheren Seite sind. Und so mache ich es eigentlich auch, wenn ich in Solo-Runden oder so hier lande. Erstmal dick Mats einfarmen und dann an der Rüstbank ein bisschen was aufwerten. Gibt natürlich auch nochmal extra EP und natürlich deutlich bessere Waffen. Weil es bringt halt nichts, wenn ihr mit 3000 Materialien rumturnt und die im Endeffekt auch wiederum nicht nutzen könnt. Weil wir sind sowieso an jeder Stelle sind wir doch am Abbauen, sind wir mal ehrlich. So, jetzt haben wir hier schon mal die Waffe. Oh, Sniper ist schon mal auch nice. Aber wir sind noch nicht bei der Sniper-Mission, sondern wir sind noch am Ausrüsten. So, wie viel haben wir jetzt? Metall haben wir 400. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu dem Stein noch. Aber ihr seht schon, lilane Waffe. Müsste eigentlich sogar jetzt schon reichen. Ich zeige es euch nur gerade direkt. Dann seht ihr auch direkt, wie es funktioniert. So, zack, ihr geht mit dem lila Gegenstand hier hin, Waffe aufrüsten, ihr braucht 200 Materialien von allem und dann lassen wir das Ding mal durchlaufen. Und ich gucke gleich auch direkt, vom blau auf lila sind glaube ich nochmal 150 Materialien, also insgesamt braucht ihr halt 350 Materialien, falls ihr wie gesagt nur eine blaue Waffe findet. Ihr seht es, 150, aber die werde ich mir natürlich jetzt auch noch ganz entspannt aufrüsten. Und wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, gerne Like da lassen, Abo da lassen. Und vielleicht sieht man sich dann sogar mal im Livestream. Würde mich natürlich freuen. Ich würde sagen, wir sind eigentlich eine nette Community. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. So, alle anderen, die noch ein bisschen Support da lassen wollen, ihr wisst ja, ein bisschen EP farmen, ein bisschen Gameplay. Und dann würde ich sagen, auch euch herzlich willkommen. So, wie viele Materialien haben wir? Können wir die auch noch hoch? Na, auch mal wieder probieren. So. Hier die Kiste erstmal mitnehmen. Ich sage jetzt 100 Level, 182, wie schnell das auf einmal geht, ne? Aber wir wissen auch, danach wird es anstrengend. Danach wird es sogar richtig anstrengend. Also ab 200 war, glaube ich, die XP, dass man deutlich mehr braucht. Sache, ich habe schon gesagt, ich habe irgendwie voll Bock hoch zu leveln, aber ich glaube, die Lust verliert man auch wieder ganz schnell, wenn man dann mal wirklich dran ist. So, dann holen wir uns nämlich hier hinten noch die Kiste. Ah, das wollte ich doch. Da haben wir uns nämlich die Aufwertung von der normalen AR schon mal gespart. Ich sage, ich spiele inzwischen echt lieber wieder die Ska,
als irgendwas anderes. Egal ob goldene oder lilane, Hauptsache es gab. Ich hatte ja eine Zeit lang, da habe ich echt gerne die Dings gespielt, die, sag schon, die Farmers, aber die Zeiten sind vorbei. Wenn du da nicht wirklich auf den Gegner drauf bist, war es das. So, dann rüste ich die nämlich auch noch gerade auf. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon losgehen zu den ersten Gegnern. Weil ich sehe schon gerade, die Zone kommt auch schon angeflogen. Aber meine Teammates haben schon 3 Kills gemacht. Ehre. So, Munition kann man nie genug haben. Bam, 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 bam. Aber ich wette, ich sag's euch jetzt schon. Ich finde gleich keine Sniper. Ich verwette da meinen Arsch drauf. Ich nehme gleich bestimmt 2-3 Mal das Video auf mit der Sniper. Weil ich einfach keine Sniper finden werde. Erinnert euch an meine Worte. Weil die, die immer da sind am Ende noch, wenn die Aufgaben kommen, die werden wissen, was ich meine. So, wo ist denn die Zone? Ach Gott, da kann man Selbstmord begehen. Ganz entspannt. Und Abflug. Zack. So, dann gucken wir mal, dass wir noch 1-2 Kills machen. Auf ganz entspannt. Und wie gesagt, alle, die jetzt da unten fragen, kommt heute noch ein Livestream. Es wird halt schwierig, weil logischerweise die Zeit rennt. Und ich muss morgen halt immer noch arbeiten. Von daher ist mein Tag auch ein bisschen begrenzt, weil irgendwie muss ich doch ein bisschen schlafen. Deshalb kam nämlich heute Morgen auch kein Shop-Video, weil ich einfach zu spät dran war. Ehre, erster Kill. Schmeckt. War die Kiste eigentlich da drin geöffnet? Ich sage, ich fange. Oh, golden. Oh, schön, dass ich sie selber schon gefunden habe. Ehre. Da steht einer oben drauf. Ah, ich will auch jetzt nicht unbedingt snipen. Nicht, dass ich dann gleich im Video so viel Pech habe. So, wo haben wir denn noch einen? Da haben wir noch einen. Ja, eben ist on point. Ach Gott, merkt ihr wieder die FPS? Wo sie hin? Auf 5. Auf 5 FPS. Und ich verstehe einfach nicht warum. Und das Ganze ist immer nur in Aufnahmen. Das ist so lästig. Bei anderen höre ich immer nur, oh, ich habe meine Auflösung noch zu hoch. Von den Videos, die sie aufgenommen haben. Bei mir ist genau umgekehrt. In den Videos kann ich anscheinend irgendwie, keine Ahnung, ich kann es euch nicht erklären. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Weil die Grafik habe ich genauso wie im Streamer. Und auch wenn ich die runterdrehe, dann sind die immer noch so. Habe ich immer noch ein Gelegge. Leck, 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 leck. So, zack, zack, zack. Und die Granaten sind wieder drin. Im besten Leben. Wo sind hier mein Gegner? Haben die alle keinen Bock oder was? Gegner, Gegner, Gegner. Wo seid ihr? Da ist keiner. Ach ja, ich sag, die ersten 2 Zonen sind so langweilig in Dings, in Gruppenkeile. Hier ist wirklich keiner. Keiner zu finden hier. Zap, 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 zap. Oh Mann, ey. Ah, toll. Achtung, jetzt regnet's. Bim, 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 bim. Hä? Ist der Loot hinter oder vor mir runtergefallen? Oder hat der Loot sich in Luft aufgelöst? Kappa. Junge, Junge. Da hinten ist einer gestorben. Oh Mann, das hier ist irgendwie anders lästig, ey. Ich sag ja, Gruppenkeile, so schön das auch ist, immer die Aufgaben machen zu können. Junge, Junge, ihr wisst, das ist jetzt nur schon so der kleine Vorgeschmack, wie es ablaufen wird, wenn ich das Video mache. Oh Gott, ey, ich bin einfach kein Sniper. Es ist nicht meins. Was baut er denn da? Sind wir in Warzone oder was?
Ah ja, macht er noch auf. Das Schlimme ist halt auch mit der Waffe nachzuladen, ne? Anders nervig. Kannst du eigentlich nur Glück haben und irgendwie steht irgendeiner dumm rum und den kannst du einen Sniper-Hit geben. Guck mal, was für. Nochmal mit 3 FPS, Ehre. Guck mal, er geht natürlich einen Schritt auf Seite. Und wieder auf Seite gegangen. Ah ja, freut euch schon mal auf das Video mit den Snipern. Also ich empfehle es wirklich jedem. So, in dem Sinne würde ich sagen, erstmal danke an alle, die jetzt noch da geblieben sind. Und danke für euren Support. Und dann gehen wir direkt weiter zur nächsten Aufgabe. In dem Sinne, haut rein.